Hallo und herzlich willkommen, Leute, hier zu meinem nächsten Review. Und zwar haben wir heute mal was ganz Besonderes, beziehungsweise was komplett anderes. Und zwar einfach nur ein Haus. Keine Hausruine, sondern ein stinknormales Haus. Und zwar ist das von Orsini und gehört zur Farm-Serie. Wie man hier sehen kann, das ist die Anleitung. Sieht auf der Anleitung, finde ich, sehr, sehr billig aus. Also die Anleitung und die Farben darauf sind sehr komisch, genau wie die Figuren hier drauf, die zeige ich jetzt auch nicht. Die habe ich schon beiseite getan und nicht mal ausgepackt, weil ich die einfach nicht schön finde. Aber der einzige Grund, warum ich mir dieses Set gekauft habe, ist das Haus. Und ich habe gesehen, dass das Haus überhaupt nicht so aussieht wie auf dem Bild, denn es sieht viel besser aus. Die Farben der Steine sind viel, viel besser und nicht so schäbig wie auf der Anleitung. Dazu muss ich auch sagen, dass die Farbgebung in der Anleitung auch etwas irreführend ist am Anfang. Die sehen nämlich orangener aus, als sie sind. Ja, weshalb ich am Anfang erstmal gucken musste, was das hier überhaupt genau für Farben sind. Ansonsten ist das hier alles ganz gut zu bauen gewesen. Relativ klare Anleitung. Wie gesagt, nur die Farben. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass irgendwie dieser komische Hautfarbenton eigentlich dieser Ton hier unten ist zum Beispiel. Was, ja, nicht das gleiche ist, offensichtlich. Ansonsten ist die Anleitung recht einfach und denke ich, kann die sonst jeder ohne Probleme aufbauen. So viel dazu. Dann habe ich natürlich wieder einen Größenvergleich. Und zwar stelle ich jetzt hier mal unseren Soldaten hin. Ja, das ist natürlich eine perfekte Größe. Die Tür ist auch alles in der richtigen Höhe. Natürlich so in dieser Lego-Baugröße. Ein Haus ist ja nie in der richtigen Größe 1:35 bei Lego. Oder bei anderen Herstellern, weil das wäre utopisch zu bauen. Und generell sind die Figuren ja eher unproportional zu einem normalen Menschen, weshalb hier auch bei den Größen natürlich Unterschiede gibt. Aber das ist durchaus hier alles in Ordnung. Der Soldat passt hier auch durch die Tür ohne Probleme. Die ist nämlich groß genug und breit genug. An sich ist die Fassade auch hier sehr cool gebaut. Es sind natürlich ein paar Lücken, das sieht man. Aber ich finde, im Gesamtbild stört es gar nicht. Ich benutze dieses Haus sowieso auch nur als Hintergrunddekoration. Das steht dann bei mir hinten in der Szene als cooler Hintergrund und soll ein altes Haus dann darstellen. Genau. Dazu haben wir natürlich dann auch noch hier so Zubehör, das ist alles so dieses, ja, wie sagt man, Mittelalter-Gedöns, sage ich mal. Heißt hier noch so eine kleine Theke. Oder diese Fässer mit dem Spender. Auch ganz nett, finde ich. Dazu gibt es natürlich noch ein paar Fässer, die stehen hier. Dazu haben wir noch die zwei Tiere, ein Pferd und eine Kuh oder ein Stier, würde ich sagen. Ein Bullen. Ja, ich würde sagen, ein Bullen. Okay. Ich schieb mal den Kleinkram jetzt beiseite. Der ist nämlich eigentlich eh relativ uninteressant, außer für Dekoration in einer Szene. Das ist natürlich cool. Aber es geht ja eigentlich hauptsächlich jetzt um das Haus. Und ein ganz, ganz tolles Feature dieses Hauses ist nämlich, dass es erstens eingerichtet ist, also zu teilen. Wir haben hier genug Platz, um Sachen reinzustellen, Möbel. Hier oben ist schon ein altertümliches Bett verbaut. Dann ist dort auch noch so ein kleiner Schreibtisch am Fenster. Ja, da kann man ihn sehen. Das Bett hat noch so ein schönes Muster auf der Decke. Und hier auf der Seite ist noch ein Kamin zu finden. Der auch übrigens tatsächlich hier zum richtigen Kamin führt.
So, und hier ist natürlich noch genug Platz unten und oben, um sonst wie noch Möbel reinzustellen, die man möchte. Dann hat man hier an der Seite noch einen Zugang mit der Treppe. Auch ganz schön designt. Ja, und das tollste Feature ist, dass wir es halt dann einmal so benutzen können, als Dekoration im Hintergrund. Wir können es auch auf Eck stellen. Je nachdem, wenn wir eine Szene haben mit einer Straßenecke, kann man sich vorstellen, das so hinzustellen, hier Platten zu legen. Und dann dient das als schöner Hintergrund, als Eckhaus zum Beispiel. Und ansonsten kann man es auch komplett schließen. Hier unten sind nämlich so Verbindungsstücke. Und damit kann ich das dann einfach zusammenfügen. Und es entsteht ein ganz anderes Haus, nämlich ein, wie ich finde, recht hohes, schmales Haus, was eher der mittelalterlichen Zeit gerecht wird. Weil ich auch finde, dass das hier irgendwie aussieht wie ein Plumpsklo. Und hier ist der Stein nicht so ganz fest. Jetzt ist er wieder fest. Ich weiß nicht, als was ihr das interpretieren würdet, aber ich würde sagen, das ist so eine Art Plumpsklo. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool und universal einsetzbar. Ich würde sagen, die Steinequalität ist in Ordnung. Es gibt Farbabweichungen, wie man unschwer erkennen kann. Aber an sich ist die Qualität sehr gut. Ich finde auch das ganz gut mit den Farbabweichungen hier, weil das passt dann auch eher zu den älteren Häusern, zum Look. Und natürlich diese Flexibilität des Hauses, die reizt mich auch sehr. Ich habe immer sehr viele verschiedene Szenen, die ich aufbauen muss, und dann kann ich dieses Haus durchaus universal für viele Stellen verwenden. Das finde ich super. Und der Look des Hauses gefällt mir sehr. Also es geht hier, das ist ja ursprünglich so ein Farmhaus aus dem Mittelalter, und ich finde, das passt noch sehr gut in ein zweites Weltkriegsszenario, weil es sehr schlicht in Braun- und Schwarztönen gehalten ist. Sehr, sehr cool, meiner Meinung nach. Und ihr könnt mir mal sagen, was ihr davon haltet. Und wenn ihr noch Fragen habt, antworte ich euch auch gerne darauf. Fragt das einfach in den Kommentaren. Dann sehen wir und hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein neues Review von mir. Ciao.